Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Wir sind Susi und Frank Reise, deine Hosts für diese Podcast-Episode und wünschen dir viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. Die 114. Podcast-Episode wollten wir ja eigentlich auf der ITB live on stage aufnehmen. Und da wurden wir angefragt und haben uns überlegt, worüber reden wir denn, wenn wir so alleine auf der Bühne stehen, ist ja langweilig. Da brauchen wir einen Interviewgast. Und da brauchen wir auch jemanden, der am besten schon in Berlin ist. Und so kam es, dass wir den Luis Schumann gefragt haben, Geschäftsführer vom Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. Und er hat gleich zugesagt. Und da die ITB ja jetzt abgesagt wurde, stehen wir nicht live on stage, sondern sitzen gemütlich in Bad Urach. Es regnet, wir sitzen im Konferenzraum, trinken Käffchen, also ein ganz gemütlicher Rahmen. Aber reden trotzdem über die Themen, über die wir reden wollten. Und bevor wir das tun, Herr Schumann, stellen Sie sich doch mal kurz vor, damit unsere Hörer auch wissen, mit wem wir hier zusammensitzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir eine viel kürzere Anreise hatten, ne? Stimmt. um uns hier zu treffen und dadurch in gewisser Weise auch umweltschonend unterwegs sind heute. Mein Name ist Luis Schumann, ich bin Geschäftsführer vom Tourismusverband der Schwäbischen Alb. Muss man vielleicht ein bisschen erklären, was das ist und was wir so tun. Wir sind ein ganz normaler Verein, also letztendlich wie ein Tennisverein oder ein Fußballverein, nur dass unsere Mitglieder keine Tennisspieler oder Fußballer sind, sondern eben die Kommunen und Landkreise in unserem Verbandsgebiet, also im gesamten Gebiet der Schwäbischen Alb, und die unseren jährlichen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Und mit diesen Beiträgen machen wir letztendlich Marketing für die Schwäbische Alb. Insgesamt sind es 10 Landkreise, also der nördlichste ist der Ostalbkreis, der südlichste ist der Landkreis Tuttlingen und alles, was da dazwischen liegt und zur Alb gehört, ist bei uns Mitglied, plus der Stadtkreis Ulm. Und dann haben wir alle 11 Kreise, die quasi bei uns mit dabei sind. Darüber hinaus hatte ich ja schon gesagt, so Städte und Gemeinden sind auch noch mit dabei, das sind etwa 150, vornehmlich natürlich die, die sich auch wirklich für Tourismus interessieren. Eine davon ist ja die, wo wir heute sind. Und die Mitglieder vertreten wir touristisch und machen Marketing für die Schwäbische Alb und wären im Zuge dessen natürlich auch in Berlin gerne bei der größten Tourismusmesse gewesen, hätten dort die Schwäbische Alb vertreten, aber dieses Jahr leider nicht, nächstes Jahr hoffentlich dann wieder. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Mir fällt gerade ein, wir haben ja einen Ihrer Mitarbeiter schon mal interviewt. Und als wir berichtet haben, wir werden Sie heute interviewen, hat er gesagt, oh, mein Chef im Interview. Wissen Sie, von wem ich spreche? Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht, nee. Der Alberich. Ah, der Alberich, okay. Gut, das sind ja verschiedene Mitarbeiter, die sich dahinter verbirgen, hinterm Alberich. Das weiß ich jetzt gar nicht, wer genau das war. Ne? Der Frank Hamm. Das wisst ihr wahrscheinlich. Ah, der Frank, okay. Genau, ja, er hat die Maske abgenommen, weil er dürfte ja mit der Maske gar nicht sprechen. Da wäre ja aus der Rolle gefallen, weil Alberich spricht ja nicht. Das ist richtig. Er lacht nur und macht Faxen. Genau. Ja, vom Alberich zu den Erlebnissen auf der Schwäbischen Alb in diesem Jahr. Wir sind ja so eher so auf der Wanderschiene unterwegs, darüber berichten wir auch selber, aber wir haben uns heute ein paar Punkte rausgegriffen, die wir so kennen, aber jetzt nicht so die Experten sind. Und über diese Highlights 2020 wollen wir jetzt mit Ihnen sprechen. 2020 soll ja das Bike-Jahr werden auf der Schwäbischen Alb und da gibt es ja verschiedene Highlights, die da eröffnet werden oder stattfindet. Was wäre das? Also das wichtigste Highlight dieses Jahr, was das Thema Bike angeht, ist die Mountainbike-Weltmeisterschaft, die in Albstadt stattfindet. Mountainbike-Weltmeisterschaft ist ja ein internationales Top-Event, wo wirklich Athleten und auch Funktionäre von der ganzen Welt auf die Alb kommen und natürlich auch entsprechend Medienresonanz und Aufmerksamkeit dann in der ganzen Welt da ist. Ich habe mir auch dazu ein paar Zahlen notiert gehabt. Und zwar sind es Sportler aus 50 Nationen, insgesamt 400 bis 500 Athletinnen und Athleten. Das ist ja sowohl Damen als auch Herren und dann Junioren und Juniorinnen sind auch mit dabei, ne, und tragen dort ihre Wettkämpfe aus. Und was sehr spannend ist natürlich auch für uns als Tourismusregion ist, dass die TV-Übertragung in voraussichtlich rund 100 Länder weltweit ausgestrahlt wird. In Deutschland ist unser letzter Stand, dass es ein großes Interesse gibt, auch von der öffentlichen Hand, also vom SWR/ARD/ZDF, dass man die Mountainbike-Weltmeisterschaft überträgt. Was natürlich eine super Sache für uns wäre. Zum einen, im Zuge von diesen Radrennen werden ja auch mal ein bisschen so die Landschaften drumherum abgebildet. Ne, man kennt das von der Tour de France, das ist ja fast mehr ein Werbereiseformat für Frankreich als ein Radrennen. Und ganz so extrem ist es bei einer Mountainbike-WM nicht, aber trotzdem kriegt man schon ein bisschen mit, wo das ist, was da drumherum ist und so. Und das ist natürlich auch dann ein bisschen Werbung für Albstadt und für uns.
Und das Schöne ist natürlich in dem Fall, das ist halt Zufall, aber das nehmen wir natürlich gerne mit als Region, dass die Stadt, die es austrägt, auch die Region im Namen trägt, ne? Nämlich mit Albstadt. Von daher ist die Alp omnipräsent bei diesem Event und freut sich natürlich auch wahnsinnig drauf. Was natürlich sehr schön ist für uns jetzt als Tourismusverband, ist, dass das auch eine nicht unwesentliche Auswirkung auf die Übernachtungen hat, weil so ein Event natürlich über 4-5 Tage enorm viele Übernachtungen generiert und die nicht alleine in Albstadt generiert werden können, weil Albstadt hat gar nicht so viele Hotels. Das heißt, die werden auch im großen Umkreis, ich sag mal, bis eine Stunde Fahrzeit sicherlich unterkommen und dort für zusätzliche Übernachtungen sorgen. Die Besucher, die Funktionäre, die Journalisten, aber auch die Fahrer und Teams. Mit wie vielen Besuchern rechnet man da dann noch? Ich habe erfahren von den Kollegen aus Albstadt, dass sie rund 45.000 Zuschauer vor Ort erwarten. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber Sie haben ja generell nach den Bike-Highlights gefragt. Ja, das ist, wir da gleich, das ist ja nur ein Bike-Highlight. Genau. Ja. Also das dann die Alp weltweit hinausträgt sozusagen. So sieht's aus. Und wenn die Leute, die jetzt da hinkommen, die Besucher, Zuschauer und sonstige Funktionäre und Journalisten, die können ja auch noch andere Dinge erleben auf der Alp. Und da werden ja auch 2 andere Highlights noch eröffnet. Genau, also eröffnet ist vielleicht beim ersten nicht ganz richtig. Es ist eigentlich mehr so eine Neuauflage, also Remake, wenn man so will. Da geht es um den Weg Alpcrossing, der von Aalen bis nach Tuttlingen führt, immer am Alp drauf entlang. Der Weg wurde eigentlich schon 2008, wenn ich es richtig weiß, vom Schwäbischen Alptourismusverband aufgelegt. Ich war damals noch nicht dabei und ging dann aber so ein bisschen unter und ging ein bisschen in Vergessenheit, weil es keine wirklich gemeinschaftliche, solide Vermarktungsstrategie, Unterhaltsstrategie und so weiter gab. Und wir haben jetzt das ganze Projekt nochmal analysiert, uns angeschaut in den letzten 2 Jahren und sind zum Schluss gekommen, das hat ein wahnsinniges Potenzial. Im Moment, oder was heißt im Moment, in den letzten Jahren ist ja das Thema E-Biken wahnsinnig stark geworden in Deutschland und das ist natürlich für ein Mittelgebirge wie uns eine große Chance. Früher war es so, ne, dass die Radregionen klassischerweise ja diese Flachlandregionen waren oder Flusstäler und die Radler halt jetzt nicht, ich sag mal, erpicht darauf waren, tausende von Höhenmeter zu machen. Und heute kommt halt mehr oder weniger jeder Radfahrer auf die Alphochfläche hoch, weil er einfach die Unterstützung durch den Motor hat. Und das ist natürlich für uns wahnsinnig spannend. Und so sind wir dann drauf gekommen, okay, wir müssen diese Strecke neu auflegen, die hat Potenzial. Und haben uns die angeschaut, haben gewisse, ich sag mal, Streckenverlegungen jetzt teilweise schon durchgeführt oder angedacht, um das Ganze noch attraktiver zu machen und die Qualität zu verbessern. Haben das Ganze neu beschildert, weil die Beschilderung bisher nicht durchgängig war. Haben unseren Online-Auftritt komplett überarbeitet, also die ganzen GPS-Daten gepflegt und so weiter und sind auch neu ins Marketing gegangen, auch zusammen mit der TMBW, also mit Tourismus Mal in Baden-Württemberg, haben das jetzt beworben im Rahmen vom Wilden Süden, nennt sich die Kampagne. Unter anderem so eine Beilage produziert für diverse Tageszeitungen, 400.000 Auflage, wo jetzt beim Geo-Saison mit drin war, in der Süddeutschen Zeitung, ein paar anderen noch. Und da haben wir überall den Alpcrossing aufgegriffen. Das Spannende an dem Weg ist, dass es von der Natur und von den Sehenswürdigkeiten wirklich eigentlich alles hat, was die Alp ausmacht. Also dadurch, dass man halt immer am Alp drauf ist, hat man natürlich die Fernsichten, man hat die Kulturhighlights, man hat die Felsen, man hat die wunderschönen Buchenwälder, man hat gewisse Höhlen, an denen man vorbeikommt, Sträubswiesen und so weiter. Und zum anderen ist es aus sportlicher Sicht vor allem auch für die Gäste spannend, weil der Weg relativ viele Höhenmeter hat, ne? Also man kann sich vorstellen, man kommt ständig am Alp drauf hoch und runter. Insgesamt sind es über 7.000 Höhenmeter, die man macht. Ich habe selber mal eine Etappe bin ich mal gefahren, nämlich die von Aalen nach Geislingen. Das ist ja die erste Etappe. Und ich habe auch vor ein paar Jahren mal so eine Alpenüberquerung gemacht von Garmisch an Gardasee. Mhm. Und ich muss sagen, ich war, als ich in Geislingen dann angekommen bin, schon ziemlich schnitzelfertig. Also vielleicht war ich auch nicht mehr ganz so gut in Form wie früher. Aber es war schon relativ vergleichbar mit einer Alpenüberquerung. Mhm. Nur, dass die Anstiege wesentlich kürzer und relativ steil sind. Und bei einer Alpenüberquerung sind sie auch steil, aber dafür länger. Und man hat halt nur 2-3 Anstiege am Tag. Und bei dem Alpcrossing hast du halt ständig hoch, runter, hoch, runter. Also einen sehr, sehr schnellen Wechsel in der Topografie. Also von daher spannender Weg. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob er auch von den Gästen gut angenommen wird. Ein anderes Thema, das damit reinspielt, was auch spannend ist, ist das Thema Radcross. So hieß es früher. Jetzt heißt es Gravelbike. Also ich sage dazu Radcross, weil so hieß es für mich schon immer. Also das ist ja keine neue Sportart, nur ist es so, dass diese Sportart so in den letzten 2-3 Jahren, kann man sagen, eine recht hohe Renaissance eigentlich erfahren hat und viel mehr angenommen wird. Letztendlich heißt es, ich fahre mit einem rennradartigen Fahrrad durchs Gelände. Das ist eigentlich die Quintessenz dieser Sportart und da
ist es so, dass die Wege, die normalerweise gefahren werden, natürlich ein bisschen leichter sind als die, die man mit dem Mountainbike fährt, aber deutlich, ich sag mal, vom Untergrund abwechslungsreicher als die, die man jetzt mit dem normalen Rennrad fährt, weil da ist man an die Straße gebunden. Ne? Und diese zwei Trends spielen uns natürlich so ein bisschen rein, also einmal E-Biken, aber auch Cyclocross oder Radcross oder Gravelbike, alles drei das Gleiche und hoffen natürlich, dass das auch von den Gästen und von unseren einheimischen Gästen auch angenommen wird. Also ein sehr abwechslungsreicher Weg, unterschiedlicher Untergrund und man kann es mit einem Mountainbike fahren, man darf es mit einem E-Mountainbike fahren und mit so einem Gravelbike. Also ich würde es auf keinen Fall mit einem Trekkingrad fahren. Wie gesagt, ich bin ja eine Etappe selber gefahren. Mountainbike ist schon sinnvoll, auch wenn das keine Hardcore-Mountainbike-Route ist und auch kein klassischer Trail ist. Natürlich gibt es gewisse Abschnitte, die auch trailartig sind, aber ja, also ich würde keinen Trekkingrad oder sowas nehmen. Das sollte schon ein stabileres Rad sein, das auch gewohnt ist, auf unebenen Untergründen zu fahren und so weiter. Und klar, Unterstützung mit Motor schadet nie. Also E-Mountainbike ist natürlich auch super oder eben diese Radcrossräder oder Gravelbikes. Gut, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und eine Frage dazu, die Strecke, die quert sich oder die läuft manchmal parallel zum HW1 vom Schwäbischen Albverein, oder? Genau. Da muss man schon Rücksicht nehmen, gegenseitig. Das muss man ja immer, aber es sind ja immer Wege, die sind dann über 2 Meter breit. Oder sind die Wege teilweise eher schmal? Fast immer. Also es sind schon auch Wegabschnitte dabei, die unter 2 Meter breite sind, die aber natürlich offiziell genehmigt sind von den damals zuständigen Behörden, als wir den Weg aufgesetzt haben. Der Weganteil, der parallel mit dem Alpsteig ist, den kann ich gar nicht genau sagen. Also es kann mich erinnern, dass auf diesem Abschnitt zwischen Aalen und Geisling, den ich mal gefahren bin, dass da schon auch Abschnitte gab, die parallel zum Alpsteig verlaufen sind. Das waren jetzt aber auch nicht 100 Kilometer am Stück oder so. Also da zieht man sich mal und dann geht es aber auch wieder in eine andere Richtung. Der Alpsteig ist ja tendenziell eher ein Weg, der schon sehr, sehr viel auch auf Pfaden verläuft, die unter 2 Meter breit sind. Ne? Von daher ist da nicht so eine riesige Überschneidung gegeben. Insgesamt ist natürlich ein relativ ähnlicher Streckenverlauf, ne? Von Nordost nach Südwest und der Alpsteig geht ja noch ein bisschen weiter, der fängt ja schon in Bayern an, in Donauwörth und geht bis Tuttlingen und der Alpcrossing fängt halt in Aalen an und geht bis Tuttlingen. Ja, man sieht sich, klar, Respekt sollte man immer voneinander haben und aufeinander achten, also das gilt ja nicht nur für die zwei Wege, es gilt ja egal, auf welchem Weg man unterwegs ist und ich sehe da jetzt keinen, um ehrlich zu sein, kein Konfliktpotenzial. Wir hatten da auch noch nie was, also dass irgendwelche Gäste sich beklagt hatten oder kommt eigentlich nie vor. Und die Wege sind ja entsprechend gekennzeichnet, dass die Wanderer auch sehen, hier sind Radfahrer unterwegs. Also genau, wir haben beide Wege durchgehend ausgeschildert, das ist richtig. Beim Alpsteig haben wir tatsächlich gerade so ein bisschen die Herausforderung, dass ein paar Schilder abhandengekommen sind, wo wir nicht genau wissen, ob da Souvenirjäger unterwegs waren oder jemand vorsätzlich gehandelt hat und Schilder abmontiert hat. Das ist zwischen Aalen und Bad Urach vor allem, soweit wir das im Moment wissen. Aber grundsätzlich sind beide Wege gut ausgeschildert und eigentlich nicht, ich sag mal, nicht zu verpassen. Und man sieht dann auch sowohl als Radfahrer, dass da Wanderwegweiser sind und man sieht auch als Wanderer, dass da Radwegweiser sind. Sollte eigentlich gut funktionieren. Und es empfiehlt sich auf jeden Fall, die GPX-Daten sich runterzuladen und die dabei zu haben und anhand von dem zu fahren, wenn da Schilder fehlen, teilweise die paar Souvenirjäger mitgenommen haben. Beziehungsweise empfiehlt sich es auch auf die Homepage zu schauen, weil da ist auch immer drauf vermerkt, wo jetzt gerade Sperrungen sind. Gerade so durch den Sturm Sabine oder so sind ja Wegabschnitte auch teilweise gesperrt. Empfiehlt sich auf jeden Fall, sich vorher zu informieren. Das immer, also das gerne immer, bevor man den Weg in Angriff oder einen der beiden Wege in Angriff nimmt, auf unsere Webseite gucken. Weil wir schauen schon, dass wir aktuelle Informationen, die wir bekommen von Forst oder unseren Kollegen vor Ort, den Landkreistouristikern oder Ortstouristikern, dass wir die direkt auch auf der Webseite aktuell einpflegen. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber weil Sie gerade so ein bisschen angespielt haben auf mögliche Konflikte Radfahrer, Mountainbiker und Wanderer. Also wie gesagt, das kommt quasi nie vor oder wir haben das noch nie gehabt. Das ist auch ein bisschen so gerne mal von der Presse herbeigeredet, dieser Konflikt. Aber was interessanterweise dann schon mal vorkommt, sind so Sachen wie, dass Wanderer auf dem Alpsteig unterwegs sind und uns anrufen, weil sie eine Horde Wildschweine auf dem Weg vor sich haben und nicht mehr wissen, was sie jetzt machen sollen. Also da scheint es wohl auch ein Konfliktpotenzial zu geben, das man vielleicht in der Presse mal aufgreifen soll zwischen Wildschweinen und Wanderern. Okay. Und wir wissen ja auch, dass Wildschweine gar nicht so ungefährlich sind. Ne? Also da gibt es ja immer mal wieder Zwischenfälle und auch schlimmstenfalls sogar Todesfälle. Also von daher gibt es da auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Ja.
Ja, wenn du da mit dem Fahrrad um die Ecke kommst und da steht ein Wildschwein oder eine ganze Horde. Ist auch nicht ohne, zumal mit dem Fahrrad ja noch ein bisschen schneller ist und weniger Zeit hat zu reagieren. Aber das wäre uns jetzt noch nicht zu Ohren gekommen, dass das schon mal einem Radfahrer, der auf dem Alpcrossing unterwegs ist, passiert ist, dass er Wildschweine irgendwie begegnet oder die irgendwie ihn gestört hätten bei Ausübung seiner Aktivität. Ne? Also ich bin mal mit der Inline-Skates unterwegs gewesen und auch eine größere Runde gedreht abends und dann wird es schon dunkel. Und dann war es gerade schon so, ja, mehr wie halb dunkel und ich zurück ans Auto und es sind vor mir 3 oder 4 Wildschweine, so 5 Meter. Ich bin für so dunkel, wie es schon war, relativ flott unterwegs gewesen dann. Und die noch schnell über die Straße gehuscht und ich so, das war knapp. Wenn die kommen wären und von der Seite mich umpumpt hätten, jo, wäre witzig gewesen. Das sind schon ordentliche Wäscher, würde ich mal sagen, ja. Gut. Von den Wildschweinen zu anderen Tieren. Genau, zu den Löwen. Von den Wildschweinen zu den Löwen, zu den Löwentrails. Richtig. So, und die werden tatsächlich dieses Jahr eröffnet. Und zwar nicht alle, weil da gibt es ja mehrere, das heißt ja Löwentrails. Und ich habe gelesen, das sind insgesamt, sollen 7 Trails werden und sind jetzt, 3 werden dieses Jahr eröffnet. Genau. Also Löwentrails, dahinter verbirgt sich ein Projekt von unserem Kollegen aus dem Landkreis Göppingen und die haben eben im Landkreis Göppingen verschiedene, ich sag mal, Mountainbike-Tagestouren ins Blickfeld genommen und die zusammen mit den zuständigen Behörden jetzt genehmigen lassen und weisen die auch aus oder beschildern die auch. 3 Touren zwischen 16 und 30 Kilometer sind jetzt schon quasi erfahrbar, sind auch schon auf unserer Webseite integriert. Da kann man sich auch die GPS-Daten schon runterladen und kann die abfahren. Technischer Schwierigkeitsgrad ist moderat, aber ich sag mal so, die Mountainbike-Szene ist auch sehr divers. Also wenn ich so in meinem Umfeld gucke, da gibt es auch viele, die jetzt nicht unbedingt heiß drauf sind, dass sie immer die allerschwierigsten Trails fahren müssen. Die fahren auch gern mal auf naturbelassenen Wegen, die halt ein bisschen breiter sind. Und für solche Leute ist das ideal. Wer jetzt so die Hardcore-Trails sucht, der wird da jetzt eher nicht fündig. Der geht halt in den Bikepark oder in ähnliche offizielle Einrichtungen, die es gibt auf der Alp. Aber landschaftlich auf jeden Fall sehr schön, sportlich auch sehr herausfordernd, was gewisse Höhenmeter angeht. Also es gibt ja auf der Alp auch viele Bike-Events, die viele Höhenmeter beinhalten. Alpstadt Bike-Marathon ist so einer oder wie heißt der in Gröbing, Gröbinger Alpmarathon, glaube ich. Da geht es ja auch ziemlich zur Sache. Also wer dafür trainieren mag, der kann diese Runden gerne nutzen. Und ja, also es ist natürlich gedacht, dass diese Routen auch erweitert werden und in den kommenden Jahren dann noch ein paar dazukommen. Und wir schauen auch, dass wir natürlich qualitativ da Schritt für Schritt vorwärts kommen und auch den ein oder anderen Wegabschnitt reinbekommen, der, ich sag mal, über die geltende Gesetzgebung in Baden-Württemberg hinausgeht, also sprich auch einen Weganteil hat unter 2 Meter. Das ist ja nicht ganz so leicht für uns Touristiker, aber wir geben da alles, dass das nach und nach auch verbessert wird. Und das Befahren von den Wegen ist komplett kostenlos? Genau, genauso wie jetzt die Wanderwege ja auch kostenfrei sind. Also das ist quasi die allgemeine Freizeitinfrastruktur. Das gehört zur allgemeinen Freizeitinfrastruktur, die die kommunalen Träger den Einheimischen ja in erster Linie und den Gästen zur Verfügung stellen. Ne? Also für das Schöne ist ja für die Einheimischen, ihr gehört ja auch fast dazu. Und ich gehöre auch dazu, dass man dieses Infrastrukturangebot das ganze Jahr nutzen kann, weil man halt hier wohnt. Und Gäste nutzen es halt nur in der Woche vielleicht, wo sie hier sind oder an dem Wochenende, wenn sie einmal im Jahr da sind. Und das wird aus dem allgemeinen Steueraufkommen bezahlt. Ne? Wir wollen da, wo die anderen Urlaub machen. Genau. Jetzt kommen wir mal von den sportlichen Aktivitäten zu den Dingen, die jemand machen kann, der so ein Kulturliebhaber ist, ein bisschen was dazulernen möchte. Da gibt es ja dieses Jahr das Highlight mit dem Hölderlin-Jahr, 250-jähriges Jubiläum des Geburtstages von Hölderlin. Was gibt es da zu erleben? Also zum einen, viele kennen vielleicht diesen Hölderlin-Turm in Tübingen, dürfte vielen auch Zuhörern und Zuhörerinnen ein Begriff sein. Der wurde ja innen drin saniert und wurde neu eröffnet dieses Jahr mit Blick auf das Hölderlin-Jubiläum. Und den sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Dann gibt es natürlich insgesamt mehrere Veranstaltungen vor allem von den beiden Städten Tübingen und Nürtingen, die jetzt in unserem Verbandsgebiet liegen, also am Fuß der Alp, die wir im Blick haben. Hölderlin hat ja noch in anderen Städten Spuren hinterlassen. Die machen sicherlich auch was, das weiß ich jetzt natürlich nicht so genau. Aber Nürtingen und Tübingen machen relativ viel, haben verschiedene Veranstaltungen. Was sicherlich interessant ist, ist einmal die Geschichte, die das Theater Lindenhof macht. Die haben an beiden Orten, also sowohl in Tübingen als auch in Nürtingen, zum Themenjahr Hölderlin
Stücke geplant. Also in Tübingen werden sie die aufführen auf der Neckarinsel und in Nürtingen in der Kreuzkirche, sehr stimmungsvoll. Und was auch ich zumindest sehr nett finde und interessant finde für eure Zuhörer, ist der Auftritt von Harald Schmidt. Der kommt ja auch aus Nürtingen. Also es kommen ja relativ viele bekannte Persönlichkeiten in Deutschland aus dem Gebiet der Alp oder vom Fuß der Alp. Und Harald Schmidt gehört da dazu und er wird auch eingebunden sein in dieses Hölderlin-Jubiläum und kommt in die Pfarrkirche St. Johannes am 24. Oktober diesen Jahres. Das Ganze ist ganz schwäbisch, Eintritt frei, also auch sehr gut. Und man kann dann sich anhören, wie Harald Schmidt die Texte von Hölderlin live liest. Ich bin gespannt, wie er das humoristisch umsetzt. Die Texte aus der damaligen Zeit entsprechend umwandelt. Also dürfte sicherlich für viele eurer Zuhörer interessant sein. Jetzt haben wir so selbstverständlich von Hölderlin gesprochen. Wer ist das eigentlich? Tja. Wer war das? Das ist natürlich, ja, eine sehr gute Frage. Ich würde mal aus einem Archiv von oder aus dem Archiv von Tübinger Universitätsklinikum zitieren, weil es ist ganz interessant, was die damals über ihn gesagt haben. Weil der Hölderlin war ja war nicht so ein ganz einfacher Typ, beziehungsweise er war ein bisschen psychisch auffällig, so kann man es eigentlich besser sagen. Und er war auch deshalb mehrfach in Behandlung. Ja? Und das Universitätsklinikum hat damals geschrieben, dass sie versuchen, ihm Narrheit und Poesie auszutreiben. sie haben das nicht geschafft und haben ihn dann relativ ergebnislos und, wie soll ich sagen, nicht mit beendigter Behandlung aus ihrer Sicht entlassen, nämlich 1807, und haben damals behauptet, er hätte nur noch wenige Lebensjahre vor sich. Tatsächlich hat er dann noch bis 1843 in Tübingen gelebt. Also wenige Lebensjahre ist relativ, ne? Aber wenn man 1807 aus dem Krankenhaus entlassen wird und man lebt noch bis 1843, dann ist das doch eine relativ lange Zeit. Und da ist er eigentlich auch, was sein poetisches Schaffen angeht, nochmal richtig aufgeblüht in der Zeit und hat noch viele Werke dann geschrieben. Und heute gilt er eigentlich, der vermeintlich Wahnsinnige, ne? Als Begründer der modernen Lyrik und als eine der großen Genies der deutschen Literatur. So kann es manchmal gehen. Wirklich sein Wirken wirklich anerkannt wurde es dann, wie es oft so ist, viel später. Also gerade Anfang des 20. Jahrhunderts kam das dann richtig, ich sag mal, war das richtig en vogue. Und erst seitdem hat er eigentlich wirklich diesen Status als Genie, den hatte er zu Lebzeiten eigentlich nicht wirklich. Klingt interessant. Also für alle, die da ein bisschen dichterisch, poetisch unterwegs sein möchten, ist das Hölderlin ja sicherlich eine gute Adresse, um da sich auszutoben und Neues zu lernen. Von der Kunst zum Dorfleben. Im Freilichtmuseum Beuren gibt es ja dieses Jahr auch so einiges Besonderes. Genau, im Freilichtmuseum Beuren ist vergangenes Jahr das Erlebnis- und Genusszentrum eingerichtet worden und es kommt jetzt so richtig in Gang dieses Jahr. Ich muss vielleicht ein bisschen erklären, was sich da dahinter verbirgt. Also letztendlich geht es eigentlich darum, dass man versucht, den Besuchern einmal die Zucht, den Anbau und auch die Verarbeitung von alten Sorten, die vom Aussterben bedroht sind, näher zu bringen. Also da geht es dann um irgendwelche Gemüsesorten oder Obstsorten, zum Beispiel, um mal zwei zu nennen, die vielleicht eure ZuhörerInnen auch kennen oder auch nicht. Einmal um die Neckarkönigin, ein sehr schöner Name, oder auch, was ich sehr nett finde, den Stuttgarter Riese. Hinter diesen beiden Begriffen verbirgt sich zum einen eine Stangenbohne, das ist die Neckarkönigin, und zum anderen eine Zwiebel, das ist der Stuttgarter Riese. Und diese Sorten werden heute größtenteils nicht mehr wirklich angebaut und sind sozusagen vom Aussterben bedroht. Und natürlich wissen auch viele Menschen heutzutage gar nicht mehr, wie man damit umgeht mit so einem Lebensmittel, wie verarbeite ich das in der Küche, wie baue ich es vielleicht selber an im Garten und so weiter. Und diese Fragen aufzulösen und die Besucher quasi ja, in den Erhalt dieser Sorten einzubinden, das ist die Aufgabe von dem Erlebnis- und Genusszentrum. Und auch eine sehr interaktive Sache und man kann sich auch mal anschauen auf der Webseite vom Freilichtmuseum. Da gibt es auch verschiedene so Kurse, die man buchen kann, zum Beispiel Kochkurse oder eben Zucht- oder Anbaukurse, ne, da, wo man auch lernen kann, wie man damit umgeht. Und das ist, denke ich, eine sehr, sehr spannende Sache für Menschen, die einen Garten haben, die kulinarisch interessiert sind oder eben, was den Anbau und so weiter angeht, interessiert sind. Gibt es da ein besonderes Event, einen besonderen Termin, den es herauszuheben gilt? Ich habe mir nur verschiedene Kurse und Veranstaltungen notiert. Zum einen Verkostungen von Urgetreide, Kochkurse, Gartentipps zur Saatgutgewinnung. Aber alles andere findet ihr eigentlich auf erlebnis-genuss-zentrum.de oder einfach auf der Website vom Freilichtmuseum, freilichtmuseumbeuren.de. Okay. Ja, da wird ja die Saison auch mal so demnächst anfangen.
Und dann hat das bis in Hauptstrang wahrscheinlich geöffnet, wie so ein typisches Freilichtmuseum halt. Genau. Ist natürlich die Frage, ob die auch früher aufmachen, wenn der Winter so warm ist wie dieser, das weiß ich gar nicht, weil so wie's Freibad. Die Pflanzen halten sich ja dann auch nicht so ganz an die Jahreszeiten. Wir hatten ja jetzt auch schon Anfang März die ersten Märzenbecher auf der Alp. Wir haben uns schon überlegt, ob wir die in Februarbecher umnennen. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob die Freilichtmuseen auch abhängig vom Wetter und von der Witterung früher oder später aufmachen. Aber auch das müsst ihr auf der Webseite anschauen vom Freilichtmuseum. Auf jeden Fall gibt es ja bestimmt schon auch neben diesem Erlebnisgenusszentrum auch die typischen Highlights von dem Freilichtmuseum Beuren zu sehen und die sind ja auch schon durchaus interessant. Der Rest des Museums ist auch weiterhin offen, genau, man sollte also, man darf sich das auch gerne anschauen, ob man das an einem Tag schafft, muss man dann gucken, je nachdem wie stark man sich dann in gewisse Themen reinarbeiten möchte. Aber was auch, also insgesamt ist es natürlich eine tolle Einrichtung, was auch immer wieder sehr gut ist, ist das Restaurant, das drin ist. Sie haben einen tollen Gastronomen dort im Freilichtmuseum, der wirklich sehr gut kocht und tolle Gerichte immer wieder auf den Teller zaubert, also sicherlich, ich sag mal, eine deutlich überdurchschnittliche Museumsgastronomie im Vergleich vielleicht zu anderen in Deutschland. Ja. Dann haben wir jetzt noch einen Tipp, der wetterunabhängig ist und vielleicht eher für die großen und kleinen Jungs, die nicht gerne so in der Erde buddeln. Also, was sicherlich, ich sag mal, für uns als Gesamtregion ein Highlight werden wird, ist die Eröffnung von dem Märklineum in Göppingen. Also Märklin ist ja eine weltweit bekannte Marke. Viele, gerade von den Jungs, kennen das natürlich noch aus ihren Kinderzeiten, wo sie eigene Spielzeugeisenbahnen hatten. Da kam man ja quasi um Märklin nicht drum herum. Und diese Firma kommt ja tatsächlich aus Göppingen, also das ist ihr ursprünglicher Hauptsitz. Und dort werden sie jetzt im Mai diesen Jahres ein, ja, ich sag mal, so eine Art Museum-Erlebniszentrum eröffnen, eben dieses Märklineum. Ein Teil davon ist auch schon eröffnet, das ist nämlich der Outlet-Store, der vor Ort sein wird. Also man kann nicht nur ins Museum gehen, sondern kann auch noch sich die schönen Sachen von Märklin direkt dann vor Ort kaufen zum Vorteilspreis. Und das Museum selber, wie gesagt, ist jetzt gerade im Aufbau. Das wird zweistöckig sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich war schon da und habe es besichtigt, war es aber noch Baustelle, das war letztes Jahr. Und einmal hat es eine relativ große, ja, ich sag mal, Eisenbahnwelt, dann, wo man besichtigen kann, die auch fortlaufend verändert wird oder weitergebaut wird. Und zum anderen hat Märklin auch einen Teil des Museums oder wird Märklin auch einen Teil des Museums dafür nutzen, die Firmengeschichte darzulegen. Also Märklin in der Anfangszeit war eigentlich der ursprüngliche Gedanken des Gründers war jetzt nicht der Bau von Spielzeugeisenbahnen, sondern er war ganz anderer. Und diese Industriegeschichte von dem eigenen Unternehmen vom 19. Jahrhundert bis heute wird dann da in diesem Teil des Museums dargelegt sein. Also wir gehen davon aus, dass das ähnlich von den Besucherzahlen einschlagen wird wie im Vergleich ein Steifmuseum oder so, weil es einfach eine Marke ist, die weit über Deutschland hinaus bekannt ist und somit auch sicherlich internationale Gruppen und so weiter anziehen dürfte. Das sind die, wo zuerst in Hamburg waren, im Miniaturwunderland, die kommen dann noch nach Göppingen und besuchen das Märklineum. Ja, oder sie kommen nur nach Göppingen, das geht auch. Also das schön, da hatten wir jetzt quasi 6 Tipps für Einheimische und Urlauber. Mhm. Und für die Urlauber auf der Schwäbischen Alb gibt es ja ab diesem Jahr noch was ganz Besonderes, was ja jetzt erst ab April startet, aber was ja also auf der CMT gefühlt an jedem Stand Thema war und in aller Munde, die Albcard. Richtig. Was ist die Albcard? Wie wird es funktionieren? Kann man gar nicht oft genug drüber reden. Das ist schon wirklich ein Projekt, das, ich sag mal, fast deutschlandweit eigentlich unvergleichlich ist. Jetzt könnt ihr sagen, okay, das muss ich sagen, aber es ist schon so, dass es bis dato kein Mittelgebirge unserer Größe gibt, das ein vergleichbares Projekt umgesetzt hätte. Das ist ja auch schon mal ein Signal oder ein guter Maßstab, woran man sich orientieren könnte. Natürlich gibt es vergleichbare Projekte schon auf Ortsebene oder auf interkommunaler Ebene, sprich mehrere Kommunen, die das gemeinsam gemacht haben in Deutschland. Aber was es eben noch nicht gibt, ist, dass ein ganzes Mittelgebirge und dann schon gar nicht eines in unserer Größe das umsetzt. Ich weiß von den Kollegen zum Beispiel in der Pfalz, Pfalzcard, das ist ein System, das genau oder relativ ähnlich funktioniert wie unseres, aber die Pfalz ist halt viel, viel kleiner. Das ist nicht wertend gemeint, das ist einfach jetzt rein flächenmäßig gemeint. Ne? Und deshalb ist es, je größer ein Gebiet ist, desto größer auch die Herausforderung für einen Tourismusverband, sowas umzusetzen, weil du verschiedene Verkehrsverbünde hast, verschiedene Partner, verschiedene Hotels und so weiter. Oder viel mehr unterschiedliche und auch natürlich auch verschiedene politische Akteure, die da mit reinspielen. Und die Albcard ist für die Gäste letztendlich der denkbar einfachste Schlüssel zur Schwäbischen Alb, den sie kriegen können. Sie kommen zu einem Gastgeber, der bei dem System mitmacht, kriegen die Karte geschenkt und dann
können Sie mit der Karte während Ihres Aufenthalts alle Leistungen, die inbegriffen sind, kostenfrei nutzen. Das heißt, einfacher geht es ja eigentlich nicht. Ne? Ich habe quasi so wie so eine Art All-Inclusive-Urlaub, ohne dass ich was dafür bezahle. Das Schöne ist für den Gast, sobald er die Karte hat und von seinem Gastgeber bekommen hat, kann er zum einen den ÖPNV kostenfrei nutzen und das geht sogar so oft er will. Also er kann theoretisch den ganzen Tag nur Bus fahren, ohne dass er irgendwas zahlt. Das werden natürlich nicht so viele Gäste machen, aber sicherlich realistisch, dass die Gäste mal einen Ausflug machen mit der Bahn oder mit dem Bus oder dass vielleicht auch mal einen Rad- und Wanderbus nutzen, um wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkt zu kommen oder ähnliches. Das ist der eine Bestandteil der Karte und der andere Bestandteil sind eben touristische Leistungen, die dann quasi kostenfrei erlebbar sind. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal ein paar Highlights nehmen, Steifmuseum kostet nichts, Burg Hohenzollern kostet nichts, Limes Museum kostet nichts, Campus Galli kostet nichts. Also all diese sehr, sehr bekannten Sehenswürdigkeiten unseres Verbandsgebiets sind dann kostenfrei. Und auch gewisse Erlebnisse, also wir haben zum Beispiel jetzt hier nahe Bad Urach, die Naturhöhlenführungen in die Falkensteiner Höhle haben wir eingebunden. Die sind ja relativ teuer normalerweise für die Gäste und die kann man auch kostenfrei erleben. Also man kriegt den Neoprenanzug und geht mit einem Guide dann durch die Höhle und zahlt nichts. Also das sind alles so Sachen, die doch sicherlich die Gäste interessieren und wir hoffen uns natürlich, dass wir dadurch auch eine verstärkte Nachfrage nach dem Übernachtungstourismus haben im Gebiet der Alp und bei unseren Alpcard-Gastgebern. Und jetzt sind wir mal gespannt, am 1. April geht's los, wie das Ganze anläuft und wie dann die Resonanz sein wird. Und das kostet dann nichts extra? Die Alpcard kostet nichts, also die kriegt man geschenkt vom Gastgeber. Und wie gesagt, den ÖPNV kann man so oft nutzen, wie man will. Bei den Leistungen ist es so, dass grundsätzlich da auch keine Beschränkung drin ist. Es ist allerdings eine Beschränkung drin pro Leistung pro Tag. Also man kann jetzt nicht 10-mal am Tag in die Panoramatherme gehen in Beuren, das geht nicht. Aber man kann 1-mal am Tag in die Panoramatherme gehen, wenn man das möchte. Und so ist es natürlich für den Gast, wie gesagt, denkbar einfach. Du zahlst nichts und du kannst die Leistungen, die drin sind, kostenfrei nutzen. Klingt super. Die Quintessenz, ne? Sehr gut. Ja. Und wenn ich jetzt mir ein Doppelzimmer nehme, zum Beispiel in einem Hotel, das da mitmacht, dann kann ich auch mit beiden Personen in die Falkensteiner Höhle gehen, zum Beispiel. Also jede Person kriegt eine Alpcard, außer Kinder unter 6 Jahren, die kriegen keine. Kinder unter 6 Jahren dürfen im Regelfall Bus und Bahn gratis nutzen, beziehungsweise auch die Leistungen, die wir drin haben, kostenfrei nutzen. Bei den Leistungspartnern, wo auch Kinder unter 6 teilweise Eintritt zahlen, zum Beispiel Traumland Bernehöhle ist so ein Klassiker. Ne? Das ist ja sehr beliebt bei Familien mit kleinen Kindern. Mit denen haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass das geht. Also auch dort ist es so, dass wenn dann quasi ein 5-Jähriger mit seinem Papa und sein Papa hat eine Alpcard rein möchte, dann kommt der auch rein. Also kommen beide kostenfrei rein. Das geht und von daher, um die Frage zu beantworten, jeder, der über 6 Jahre ist, kriegt eine Karte. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen da mit dem Übernachtungsbetrieb ein bisschen noch Aufschwung geben. Wie hat sich so der Tourismus allgemein entwickelt in den letzten Jahren? Also wir hatten zwischen 2016 und 2018 eine extrem starke Entwicklung. Da waren wir jeweils deutlich über dem Landesschnitt, was die Zuwächse an Übernachtungsgästen angeht. Das ist ja das, was man unmittelbar messen kann. Tagesgäste ist ja immer schwierig. Ne? Da machen wir natürlich ab und zu auch mal so Hochrechnungen und Schätzungen, aber das machen wir nur alle 5 bis 10 Jahre. Und Übernachtungsgäste, das kriegen wir über das Statistische Landesamt gemeldet. Und da waren wir jeweils deutlich vor oder deutlich über dem Schnitt von Baden-Württemberg und vor vielen anderen Regionen. Also ich glaube 2016 waren wir sogar und 2017 waren wir sogar an der Spitze von Baden-Württemberg, 2018 nicht an der Spitze, aber über dem Schnitt. Letztes Jahr haben wir das nicht geschafft. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Zum einen habt ihr sicher mitbekommen, dass der Centerpark in Leutkirch aufgemacht hat. Das ist natürlich ein riesengroßer Betrieb, der wahnsinnig viele Übernachtungen plötzlich in der Region Allgäu-Oberschwaben generiert hat. Und die war natürlich deutlich dann an der Spitze in Baden-Württemberg letztes Jahr, was die Zuwächse angeht. Man muss sich vorstellen, Leutkirch, die hatten, glaube ich, bevor der Centerpark kam, 20.000 Übernachtungen pro Jahr und jetzt haben sie irgendwie ein paar Millionen. Also ich weiß es gar nicht genau, ich glaube 2,5 Millionen oder sowas. Das ist natürlich eine unfassbar große Steigerung. Ja. Und die haben natürlich auch den Landesschnitt nach oben getrieben, sodass wir den Landesschnitt jetzt auch nicht geschafft haben letztes Jahr. Aber wir haben trotzdem wieder ein Rekordjahr gehabt, also wieder die höchsten Übernachtungszahlen jemals gehabt. Also wieder höher als das Jahr davor und das freut uns natürlich sehr. Und vermutlich wird es dieses Jahr auch nicht viel anders sein, oder?
Ich hoffe es. Es hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, die wir nicht unmittelbar beeinflussen können. Also nebst den touristischen Gästen haben wir auch geschäftlich Reisende. Und da spielen natürlich auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Also wenn jetzt zum Beispiel die Wirtschaft insgesamt ein bisschen Richtung Rezession ginge, im Moment so gewisse Unsicherheiten da, wenn ich es mal so nennen darf, dann würden wir das schon auch spüren. Also unsere Gastgeber und wir auch in den Übernachtungszahlen. Das können wir aber nicht unmittelbar beeinflussen. Das ist dann halt so. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass auch so der Trend ein bisschen stärker wieder in der Heimat gewisse Urlaube zumindest zu verbringen, dass der uns schon in die Karten spielt, wie anderen Regionen auch. Aber dafür sind wir natürlich gut aufgestellt. Und gerade jetzt mit der Alpcard haben wir natürlich auch sicherlich nochmal so ein Ausrufezeichen, wo wir sagen können, hey, das kriegst du jetzt in Deutschland halt auch nicht überall, so eine Gästekarte, sondern da sind wir schon auch ein bisschen besonders, dass du so eine riesige Region mit einer Gästekarte erfahren kannst. Dann drücken wir die Daumen, dass es der Wirtschaft halbwegs gut geht, dass es auch dem Tourismus und den Übernachtungsbetrieben weiterhin gut geht. Und sagen vielen Dank für all diese Informationen und stellen Ihnen jetzt noch unsere drei Fragen, die wir jedem Interviewgast zum Schluss stellen. Okay. Die dürfen Sie auch ganz spontan beantworten, muss auch nicht sehr ausführlich sein, einfach frei heraus. So machen wir es. Die erste Frage ist, was ist Ihr Geheimtipp in der Region? Also mein Geheimtipp auf der Schwäbischen Alb wäre ein gastronomischer Tipp. Und zwar ist es die Feldwirtschaft in Bermeringen. Bermeringen ist ein Ortsstadtteil von Blaustein, also Alb-Donau-Kreis. Und das ist ein relativ kleines Restaurant mit nicht sonderlich vielen Sitzplätzen, auch nicht, ich sag mal, relativ versteckt gelegen in diesem auch nicht so prominenten Ort Bermeringen, aber wirklich total nett, wunderschön gemacht, sehr gute Küche, sehr viele, der Name sagt schon, ne, saisonale, regionale Produkte, die eingesetzt werden. Und da gehe ich sehr gerne hin und ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht selber die Möglichkeit verbaue, zukünftig weiterhin dahin zu gehen, wenn ich diesen Tipp nenne. Aber naja, also das ist, ich würde es schon so ein bisschen als Geheimtipp bezeichnen, weil das nicht so eine klassisch bekannte Wirtschaft ist, wie das viele andere sind im Gebiet der Alp. Danke. So, und die zweite Frage wäre, was vermissen Sie, wenn Sie mal nicht hier in der Region sind? Auch das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das, was ich am meisten oft vermisse, ist die Weitsicht. Die Alp ist ja einmal gekennzeichnet durch die Felsen und die Felskanzeln. Das haben ja nicht so viele Mittelgebirge. Pfalz hat das vielleicht vergleichbar, Fränkische Jura oder Fränkische Schweiz noch. Aber die anderen Mittelgebirge wie jetzt so Schwarzwald, Harz, Erzgebirge und so, da ist mit Felsen ja nicht so viel. Zum einen. Und zum anderen hat die Alp ja einen nicht ganz so großen Waldanteil, auch wie andere Mittelgebirge. Also auch mal Wacholderheiden oder auch Felder, Wiesen. Und dadurch hast du natürlich auch ohnehin schon etwas bessere Möglichkeit, auch mal eine Aussicht zu genießen. Und das ist schon was, was die Alp sicherlich sehr besonders macht und was natürlich das Schöne ist. Da kann niemand was für, aber das hat einfach die Natur so eingerichtet, ist, dass wir relativ weit im Süden liegen von Deutschland und gerade jetzt im Winterhalbjahr, manchmal aber auch im Sommer, man sehr, sehr oft auch die Alpen sieht von der Schwäbischen Alb. Ich selber wohne ja in Ulm. Und ich, also wenn es jetzt im Winter ist, quasi gefühlt jeden zweiten Tag sehen wir von unserem Balkon aus die Alpen. Das ist natürlich ein Traum. Den hast du auch nicht in jedem Mittelgebirge. Das sind, glaube ich, nur eigentlich Schwarzwald und Schwäbische Alb, die so liegen, dass das geht. Bayerischer Wald vielleicht noch, da kenne ich mich nicht so aus. Aber alle anderen sind da zu weit nördlich und da siehst du das nicht mehr. Ne? Und das ist schon was ich vermisse. Ja, das genieße ich auf jeden Fall auch, die Fernsicht. Von meiner Heimat, wo ich herkomme, ich komme von da, wo die Alp am höchsten ist, zwischen Tuttlingen und Balingen. Die Region der Zehntausender. Die Region der Zehntausender. Und von dort aus sieht man auch von unserem Hausberg, das ist der alte Berg, sieht man auch schön die Alpen. Ah, der alte Berg, das ist schön. Das ist diese Kuppel, wo die Wacholderheide drumherum ist, oder? Genau. Da war ich mal, da ist ja diese eine Wandertour jetzt auch eingerichtet worden, ne? Donauwelle, wie heißt das? Alte Schäferweg. Alte Schäfer, wunderschöner Weg. Ich bin auch gelaufen zur Eröffnung damals. Wir waren auch dabei. Also nicht bei der Wanderung, sondern bei der Eröffnung an der Kirchbühlhütte in Mahlstätte wurde der eröffnet. Ja, also ich bin damals, wo auch der Minister Wolf da war und so, dann da gab es so eine Eröffnungswanderung und da sind wir den Weg gelaufen. Also es war ziemlich dreckig dort. Da war ein bisschen matschig, ja, aber klar, man braucht das gescheite Schuhwerk, dann geht es. Und es war, also ich war sehr beeindruckt, ich fand es eine wunderschöne Runde, fand ich wirklich toll. Und diesen, wie heißt der Berg? Alte Berg. Der alte Berg, ich kannte den vorher nicht und das war wirklich auch wieder so ein wunderbares Erlebnis, wenn du denkst, du kennst diese Region jetzt irgendwann mal und dann entdeckst du wieder was Neues und es haut dich total um.
das sind immer so die Momente, wo man weiß, wofür man das eigentlich macht. Ne? Die Kapelle, die hat letztes Jahr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Ah, okay. Das ist mein Heimatort Böttingen. Böttingen? Ja. Ah ja, sehr gut. Echte Elbler unter uns. Nicht umsonst hat es diese Kapelle auf das Buchcover von unserem Wanderbuch geschafft. Ah, das erklärt's. Ja. Sehr gut. Genau. So, und jetzt kommt die letzte Frage und die kommt jetzt wieder von einer Nicht-Elblerin. Genau. Und damit ich mich mit den Elblern irgendwann wirklich mal richtig gut verständigen kann, möchte ich gern von jedem Interviewgast ein schwäbisches Wort lernen, das mein Wortschatz erweitert. Ja. Haben Sie mir eins als auch also, Nicht-Elbler. Ich habe mal einen Satz gehört, den fand ich unfassbar beeindruckend, sodass ich ihn mir auch gemerkt habe. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Also wenn jetzt ein Messstädter oder ein Albstädter oder so zuhört aus der Ecke, der wird wahrscheinlich denken, es ist mit einem sehr starken Akzent ausgesprochen, aber ich probiere es trotzdem. Und der Satz ging folgendermaßen, der hieß, es hätt gwenns gwäder bis hat gäder gä. Also gefühlt sind eigentlich nur Gs und Äs in diesem Satz. Und mir wurde dann mal erklärt von einer Kollegin, die aus Albstadt kommt, dass der Satz bedeuten soll, es hat Schneeverwehungen bis an die Kniekehlen gegeben, auf Hochdeutsch. Und da wäre ich wirklich nie drauf gekommen. Also Gäh hätte ich vielleicht noch gegeben. Ja, das kriegst du noch hin, wenn du aus dem süddeutschen Raum kommst. Aber der Rest hätte ich wirklich nicht zusammengebracht. Hast du es verstanden? Ohne Erklärung auch nicht. Aber das lag ja vielleicht am Akzent. Eben, vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen. Super. Dann danke ich Ihnen für diesen Satz, den ich mir jetzt noch ein paar Mal anhören muss, bis ich ihn auch verstehe und aussprechen kann. Und dann werde ich es anwenden, falls mal irgendwann wieder die Situation hier ist. Diesen Winter kommt es nicht mehr, glaube ich. Bis an die Kniekehle, dass der Schnee hat. Oder gewehte Schnee hat. Man weiß es nicht, gell? Also ich kann mich erinnern, vor 2 oder 3 Jahren war das. Da hatten wir Ende April, Anfang Mai, hat es nochmal richtig geschneit. Und ich war ja dann als von Ulm über die Alp hier rüber und es war oben wirklich 20, 30 Zentimeter Schnee nochmal gelegen. Der ist zwar dann auch natürlich relativ schnell wieder weggetaut, aber da hat es nachts nochmal sowas von runtergehauen. Und in Ulm sind uns die auf der Terrasse die Hortensien erfroren. Also die haben leider dann nicht geblüht in dem Jahr. Naja, aber von daher weiß man das nie so genau. Und da jetzt der Winter bisher relativ mild war, irgendwann gleicht sich das ja oft aus und dann... Vielleicht kommt es im Frühjahr, wer weiß. Schauen wir mal, ob ich es noch anwenden kann dieses Jahr, wenn nicht vielleicht nächstes Jahr. Irgendwann kommt da mal wieder ein kälterer Winter, da bin ich mir sicher. Ja. Dann vielen Dank, dass wir uns heute hier treffen konnten. Nicht in Berlin, sondern gemütlich daheim. Mit kürzerer Anreise. Genau. Und dann wünschen wir allen Zuhörern viel Spaß bei allem Ausprobieren und sagen... Viel Spaß bei deinen ganzen Highlights, die es zu erkunden gibt und viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen. Ciao. Danke auch. Also, dann musst du es jetzt nochmal sagen, Uschi. Als Einheimische quasi. Es hat gewinnt, bis es geht, gehe. War nicht so weit weg. Nee. Ja. Also, ich war relativ nah dran. Ich finde, es hört sich beides sehr ähnlich an. Ja, und ist beides nicht verständlich.